Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Daumen dabei. Servus! Und wir gucken uns heute an Combo Goblins gegen Doomsday. Combo gegen Combo. Combo gegen Combo. Und in diesem Fall ein Combo Goblin Deck, was laut Aussage von Patrick 3 verschiedene Kombos drin hatte. Look. Gegen das, ich will schon sagen, Highlander Doomsday von Ferret, wo jede Karte gefühlt nur einmal drin ist, weil jede Karte, fast jede Karte, ein anderes Artwork hat. Ja. Dann mit Mulligan auf. Nennen wir es einfach Augenkrebs Doomsday. Augenkrebs Doomsday finde ich super. Mountain, Beta Mountain, krass. Into. Ja. Lecky. Lecky. Das ist ein Force. Pitch Force. Also Force in Force. Jo. Zwei Forces. Auch wenn man sie nicht erkennt, das sind zwei verschiedene Forces. Ja. Ja. Ansonsten. Da hat man noch ein Leben verloren, bitte. Ja. Sollte man zumindest haben. Gerade bei Doomsday ist das wichtig. Ja, wenn man dann Doomsday dann spielt, ja. Wenn man jetzt hier auf 19, dann gibt man Fetchen, gibt man auf 18. 18. Ja, wird ja, auch hier gemacht. Auch sehr nachholt. Gut. Brav. Boah. Underground Sea. Ich glaube, die sehen nicht anders aus. Würde mich wundern. Obwohl da wird so ein Unlimited oder so, einfach nur die verschiedenen Editionen, die relativ günstig sind. Unlimited ist nicht günstig. Ist alles nicht günstig. Nee, für Ryan Blackboarder wäre, glaube ich, das günstig. Nee, ist günstig. Ja. Das ist ein Personal Tutor. Personal Tutor sucht sich irgendeine Sorcery, glaube ich, und legt sie um aufs Deck. Das ist ein Doomsday. Ja. Ich glaube, Personal Tutor ist instant. Es ist so geil, wie jede Karte gezeigt werden muss. Wie jede Karte gezeigt werden muss. Es ist so auch, das finde ich ja so cool an diesem Doomsday-Deck, es ist ja auch später, wenn man Doomsday spielt, exilt man ja den Rest seiner Karten. Und ja, dann ja. Kann der Gegner die Karten durchschauen. Und der Gegner wird einfach dadurch verwirrt, dass es so viele verschiedene Artworks sind. Er muss dann anfangen, okay, warte, das ist auch ein Force, das ist auch ein Force. Und er muss dann wirklich beim Durchzählen der Karten drauf achten. Und da vergisst du mal schnell einen Force oder einen Force of Negation. Genau. Oder irgendwas in dieser Richtung. Deswegen, also es ist schon interessant, dass da halt auch so eine Strategie dahinter ist. Hinter den Ganzen. Jetzt wird hier erstmal Duel hingescheppert. Ja. Deutsche Budget-Spieler. Jupp. Echt widerlich. Ja. Einmal Deckkarten kann da kommen. Drauflegen. Ein Ignoble Hierarch mit irgendwas anderem. Ja. Ah. Das ist der Schnu oder Schnie oder Schnie, Schna, Schnu, Schna, Schnappi. Da wurde fast gedazed. Okay. Das ist ein. Ist ein Trashmeister? Trashmeister. Der kann sich jetzt opfern, um Nadavak zu zerstören. Das ist ein Duress. Oder? Ne, ist ein Dark Ritual, okay. Ja, ist ein Dark Ritual, Kabal-Ritual oder noch ein Dark Ritual, ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist noch ein Dark Ritual. Das hat nur CMC1. Okay, Thoughtseize nimmt die Matrone. Dann Doomsday. Dann Doomsday, okay. Auf 8 runter. Interesting. Wirklich interesting. Weil, naja. Man hat noch kein Land gelegt. Man hat aber auch nur noch eine Handkarte. Ja. Ja, das heißt, man nimmt einen Pfeil, der über die Zeit geht. Genau, man nimmt einen langsamen Pfeil. Also ist halt aufpassen, dass man selber nicht an einem Combo steht. Das ist noch ein Duel. Man sollte auf jeden Fall noch Wasteland. Aber wobei, ich glaube, wenn man hier so viel Combo sieht, geht man, glaube ich, davon aus, dass Goblins keine Wasteland spielt. Glaube ich auch nicht. Gerade mit der Tiger, also mal mindestens zweifarbig. Dreifarbig, hundertprozentig dreifarbig. Das ja, ja, aber man sieht mindestens zwei Farben. Es muss aber mindestens drei sein, wegen dem Snook. Der Snook stimmt ja auch mit der schwarzen Matrone gekommen. Ja, ja, genau. Stimmt. Und dann sind wir bei dreifarbig und dann haben die keinen Platz dafür. Mhm. Boah. Denke auch nicht. Aber, ja gut, das sind Land... Petal, also Insel, Petal, Days, das Orakel und die fünfte Karte kann ich nicht erkennen.
glaube ich, kein Fetchland. Könnte aber ein Fetchland sein. Ganz vorne. Ganz vorne? Das ist ein Fetchland, ja. Ja, Fetchland, Days, Orakel, Petal und Land. Ja, jetzt wird diese... Genau, und jetzt kommt genau das, was ich auch gesagt habe. Die Karten sehen wirklich so strange aus, dass man sich gar nicht wirklich darauf konzentrieren kann, wie oft... Allein, dass da jetzt drei Ponner drin sind, da das vierte Ponner ist, das dritte Ponner ist, das sieht man einfach nicht. Das ist einfach... Es ist so strange. Ja, ja, ich sehe auf Anhieb zwei Brainstorm, drei Brainstorm. Ja, ich habe zwei Preordains gesehen oder ein Preordain, mindestens eins. Ich habe drei Ponder gesehen. Ja. Ja, es ist halt... Es ist wirklich total strange, ja. Na, jetzt geht der in die Hand. Das ist ein Sling Gang. Okay. Fetch. Ja, man kann jetzt noch fetchen. Aber das, glaube ich, sollte man nicht. Man kann nächste Runde, man kann jetzt Beatdown für 3 machen. Und nächste Runde aber mit Sling Gang genau 5 Damage. Das sind genau 5 Damage. Oh mein Gott. Da muss ich jetzt. Kill me now. Ja. Ist natürlich die Frage, was diese eine Handkarte von Doomsday jetzt ist. Der zieht jetzt ein Land. Ja. Wenn der einen Draw auf der Hand hat, dann kann er gewinnen, glaube ich. Honda oder Branson? Hat er nicht, dann ist er tot. Uff. Wenn man es jetzt sieht, das ist ein... Ja, davon gehe ich stark aus. 3 Damage. Ja, das ist im. Dann Fetch. Sling Gang. Das ist im. Shoot. Außer der Sling Gang mit gedazed. Ne, hier wird einfach reingepackt. Ja, passiert. Jo. Können wir halt mal machen, ne? 1-0 für Combo Goblins gegenüber Doomsday. Gartendüsche gegengeschmissen. Ja, interessantes Matchup tatsächlich, weil Combo Goblins sieht man nicht wirklich oft. Und Doomsday ist eins der Go-To Combo-Decks. Das ist aber, du musst halt jetzt gerade bei so einem Gegner, musst du als Doomsday-Spieler halt, wie gerade gesehen, genau aufpassen, dass du mit einfach plattgerannt wirst, wenn dein Pfeil nicht schnell genug ist. Absolut. Das ist richtig bitter. Also da muss man halt auch wirklich schauen, was kann das Deck, wie viel Schaden kann das machen, da muss man echt aufpassen. Da ist ein Mull. Ja, Mulligan auf 6. Doomsday hat einen Personal Tutor, eine Insel. Doomsday. Karten. Boah. Ganz vorne ist, glaube ich, ein Darkrit, dann irgendeine Yu-Gi-Oh! Karte, potenziellen Days, ja. Und daneben ist, glaube ich, ein Duress. Das ist schon eine relativ solide Hand. Und Duress noch Game 2 drin? Oder ist das ein Brainstorm? Nee, das müsste Duress sein, aber der macht Sinn wegen den Blasts und gegebenenfalls eine Trap. Ja, genau. Traps sind gut. Gerade je nachdem, welchen Pile der Doomsday-Spieler halt auch baut. Ja, aber dadurch, dass die nicht mehr über den Flashback-Zauber gehen, macht die Trap eigentlich nichts. Ja, plus, es ist halt, gerade Doomsday ist ja das Schöne, es ist ja eine Art von Midrange-Control-Combo-Deck. Das klingt so seltsam, wenn man das sagt. Ja. Aber es kann halt super fast einen Combo-Kill hinlegen, kann aber auch sehr, sehr langsam einfach irgendwann Doomsday spielen, dann gewinnen. Über 5 Turns hinweg. Ja. Und dabei trotzdem die Kontrolle behalten. Deswegen, das ist super, super schönes Deck. Aber es ist halt so strange. Du musst halt wirklich gut drauf spielen. Und Doomsday verzeiht dir keine Fehler. Nee. Deswegen, Mulligan auf 5. Du musst den Pile vernünftig machen, ansonsten hast du verkackt. Ja. Mulligan auf 5. Ja, ja, dann Mulligan auf 5 ist auch schon nicht so geil für Goblins. Aber mach Insel. Go. Okay. Kein Personal Tutor. Interesting. Dann. Tja. Badlands. Oh, Lecky. Gute Karte. Da ist. Brainstorm ist das. Okay, war doch Brainstorm und nicht. War der Brainstorm, ja. War nicht der japanische, okay. Nee, das ist der auch aus dem Archive, aber der, den man lesen kann. Ja.
korrekt. Da ist auch ein Fetchland. Boah. Hat man Daze? Will man Dazen? Man muss eigentlich Dazen. Es ist halt super gefährlich, wenn er durchkommt. Du hast halt auch keinen Removal. Du hast ja keine, also in der Liste müssten, dürften keine Strixes sein. Ich bin mir nicht sicher, aber... Hat man vielleicht den Pall, dass man sagen kann, fick dich, ich gewinne nächste Runde? Nicht mit einem Lecker auf das Ding. Ich würde das Ding dazen und wahrscheinlich in meinen Turn gehen und Doomsday spielen. Ja. Du hast noch 10 Leben, das ist okay. Ja. 10 Leben, eine große Hand. Dann geht mal fetchen. Uzi. Auf das Uzi tatsächlich. Was, ich hätte hier wahrscheinlich mit dem blau-schwarzen Fetch. Nee. Man nimmt keinen Sumpf. Sumpf ist der Feind. Ist der Feind. Dann lieber Uzi. Gerade weil man ja auch, wie gesagt, davon ausgeht, dass der Gegner kein Ding spielt. Dann jetzt einfach Dark Red. Dark Red, Doomsday. Bam. Jo. Ist halt rounded up, down, ne? Ist es? Kann man sich mit Doomsday töten? Ich meine... Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich meine, Doomsday mit einem Leben zu machen, wäre halt eh schon ballsy. Jo. Oder der intelligenteste Move der Welt. Surrender. Surrender, ja. Man hat jetzt noch ein Land. Man hat halt jetzt eine volle Hand. Ja. Das ist sogar ein Pact of Negation. Ja. Einen spielen die ja meistens. Da haben wir noch ein Duel reingelegt. Da ist ein Edge of Autumn gewesen. Das heißt, man geht nicht in den Cycle Pile. Ja, okay, man hat ja jetzt die Zeit. Wenn der nächste Runde kann der maximal einen Goblin legen. Der kann eventuell Isla haben. That's it. Ja, maximal. Also ich würde da vielleicht noch zwischendrin einen Cycler stacken und das war's. Ja, kann man halt. Ja, da ist der Edge of Autumn. Da war auch eine Baleful Strix. Echt? Ja, aus dem Secret Lair. Das ist eine Karte zu viel. Ja. Aber das sieht doch so aus, als wäre es ein Cycle Pile. Ja. Das sind 6. Da zählt er jetzt gerade auch. Ja, ist die Frage, was man weglegen kann. Ich glaube halt nicht, dass man das Land weglegen kann, weil... Mm-mm. Wow. Das sind zu viele Karten im Pile. Bin jetzt gerade auch irgendwie verwirrt. Irritiert. Es sei denn, er sucht noch was. Nö. Was sind die Sideboard-Karten, die er jetzt gerade zeigt? Hm. Strange. Egal, passiert. Wäre jetzt natürlich doof, wenn er genau deswegen nicht gewinnt. Ja, das stimmt. Das wäre halt dumm. Dann... Das ist ein Street Rev. Das ist ein Street Rev. Das ist Land, dann ein Land. Der Fortsees. Interesting. Da ist eine Food Chain, Muxus und ein Sling Gang. Ja, nimmt man die Food Chain weg. Sagt Go. Dann Fetchland, Ignoble. Ja. Tap, Draw, Street Ref. Draw. Land. Jetzt dürfte einem theoretisch auffallen, dort mal. Ja. Das macht jetzt nicht so viel Unterschied. Nee, macht wirklich keinen Unterschied. Doch, es macht einen Unterschied, wenn das Ding zerstört wird. Wenn das mit einem Boot draufgeflogen wird. Leider unsauber gespielt. Passiert mit Doomsday hin und wieder mal. Aber Doomsday macht halt nur 5 Karten. Ich habe auch schon Leute gesehen, die dann versucht haben, 4 Karten zu machen. Das war tatsächlich auch sehr, sehr anstrengend. Ja, das ist dann natürlich schwierig. Aber das ist etwas, worauf man als Doomsday-Spieler auf jeden Fall achten muss, dass man hier nur weniger macht. Das ist ein Mulli. Das ist 5. Ui. Du bist da echt auch schlecht. Und
sieht so aus, als würde Goblins keepen. Das verdummst du natürlich richtig schlecht, vor allem gegen so ein aggressives Deck. Er hat zumindest Doomsday auf der Hand. Und ein Ponder. Ja. Und ein Thoughtseize. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich glaube, da war das Ponder weggelegt. Engine Womb. Chalice. Das tut weh. Oh, das wenn der jetzt natürlich Chalice auf null und der hat einen Paddler auf der Hand, leck mich. Ja, und das und LED ist auch noch raus. Oh. Ja, das hat gerade die Hand wirklich hart vernichtet. Uff. Jetzt muss man natürlich als Goblin-Spieler schnell was finden, um es zu beenden. Man hätte das Chalice auch versuchen können, auf 2 zu legen. Was ist ja, Nee, machst dich selber mit kaputt, wenn du keine Wild hast. Ja. Coven. Ja, die Frage, ob man die aber hat. Uiuiui. Das ist ein Fetchland. Go. Da ist noch ein Forest auf der Hand. Und das ist, glaube ich. Der hat den gerade komplett aus dem Spiel genommen. Das war, glaube ich, gerade eine Carbon of Swords. Yes, Carbon of Swords, Gobos. Und dann können jetzt auch die Einser-Gobos kommen. Fetch. Ja. Chalice ist eine gute Karte. Seit 2002, 2003. Ich mag die Karte auch. Ja. Ich nicht mehr. Kommt drauf an, welches Deck du spielst. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist das halt jetzt für 4 Mana. Ist es jetzt Sling Gang Time? Wir haben ja auch schon Ringleader gesehen. Also so ein bisschen Beatdown hat das Deck halt auch. Und für alle Leute, die sich fragen, warum das Deck von Patrick so dick aussieht, der benutzt harte Innersleeves. Nur nicht, damit wir jetzt gleich bekommen, oh, der spielt bestimmt Jorion Goblins. Ja, stimmt. 4 Mana. Okay, das ist der Typ, der die 1 günstiger macht und eine gibt. Jupp. Beat für 2. Das ist natürlich auch eine Sache. Ja. Da ist Petal. Wird gecountert. Okay. Man kann es versuchen tatsächlich in Chalice und er sollte es auch immer mal wieder versuchen. Ja, weil damit er einfach nur damit er nicht discardet. Ist das eine Food Chain auf der Hand? Weiß ich nicht. Für einen Mann. Nee, das ist ein Ignoble. Trigger. Für 3. Das tut auf jeden Fall weh. Und lässt jetzt auch Doomsday ganz weit entfernen rücken. Jetzt kann man noch ein. Was? Also, der hat Eile, stimmt, der hat Eile. Ja, der hat Eile. Food Chain. Da ist eine Carbon of Souls, das hilft natürlich nicht so viel. Jetzt ist natürlich der. Boah, das tut so weh. Food Chain ist jetzt natürlich heftig. Ja, gut, aber nur wenn man was findet. Er hat jetzt eine Handkarte. Das ist ein Veil, glaube ich. War das ein Veil? Nee, Veil doch nicht. Das ist eine schwarze Matrone. Schwarze Matrone, aber das ist dann wahrscheinlich schon over. Ja, schwarze Matrone, Muxus wahrscheinlich. Und dann weiß der Doomsday-Spieler nächste und schafft das eh nicht mehr. Und ja, da wird schon surrender. Das tat weh. Alter, 2-1. Alles 1, CMC1 auf der Hand. Ja, alles. Krass, das tat weh. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ciao, ciao.